Hallo liebe Hungrige, Ostern, Muttertag, Vatertag, Pfingsten, man kommt ja mit der ganzen Planung gar nicht mehr hinterher. Doch auf jeden Fall dürfen wir nicht vergessen, es ist ja auch Spargelzeit. Und darum gibt es heute Spargel Carbonara, also eine interessante, leckere Kombination von Pasta und Spargel. Wir brauchen dafür weißen Spargel, Pasta, ich habe mich hier für Penne entschieden, doch ihr könnt natürlich auch Macaroni oder Spaghetti nehmen. Wir brauchen etwas Parmesan, Zitronensaft, Eier, Olivenöl, Speck oder Schinkenwürfel, etwas Zucker, Pfeffer und Salz. Wir beginnen damit, den Spargel zu schälen, das heißt nur die unteren zwei Drittel. Die Schalen sammeln wir in einer Schüssel, ebenso wie das oft holzige Ende des Spargels, das wir abschneiden. Und beim Schälen des Spargels macht es sich recht gut, wenn ihr ihn dabei flach auf ein Küchentuch legt. Und je nachdem, wie viel Spargel eben verarbeitet wird, seid ihr damit eher oder später fertig. In einen Topf geben wir reichlich Wasser, hier 2,5 bis 3 Liter, und fügen 2 bis 3 gehäufte Teelöffel Salz und einen Teelöffel Zucker hinzu. Außerdem gießen wir den Saft der halben Zitrone mit hinein und geben dann die Schalen und Endstücken des Spargels in das Wasser. Wir lassen alles aufkochen und dann für ca. 10 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit schneiden wir die geschälten Spargelstangen in mundgerechte Stücke. Nun reiben wir den Parmesankäse. Und jetzt geben wir in eine Schüssel die Eier, würzen kräftig mit Pfeffer und Salz, geben die Hälfte des geriebenen Parmesans mit hinein und verrühren alles gründlich miteinander. Die Spargelschalen werden jetzt abgegossen und der durch das Kochen entstandene Fond aufgefangen. Diesen kochen wir wieder auf und geben die Pasta und ebenso die Spargelstücke hinein. Alles durchrühren und im Fond für ca. 8 bis 10 Minuten garen. In eine Pfanne geben wir einen reichlichen Esslöffel Olivenöl, erhitzen es, geben die Speck- oder Schinkenwürfel mit hinein und braten diese unter gelegentlichen Rühren knusprig an. Die fertig gekochte Pasta-Spargelmischung gießen wir ab und geben sie wieder in den Topf zurück, geben die Schinkenwürfel hinzu und vermischen beides, gießen die Ei-Käse-Mischung darüber und rühren alles nochmals gründlich durch. Und dann kann angerichtet werden, je nach Geschmack auf dem Teller nochmals mit etwas Pfeffer würzen und reichlich mit Parmesan bestreuen. Ich meine, das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch sehr lecker und eine wirklich interessante Kombination. Eben Spargel Carbonara. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kochen und dann recht guten Appetit. Falls ihr jedoch mit Spargel etwas ganz anderes zubereiten möchtet, vielleicht eine eher etwas außergewöhnliche Erdbeerspargelpfanne oder auch eine Spargelsuppe, die ihr hier gleich in 3 verschiedenen Varianten kochen könnt, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.